ich hab jetzt was. Wenn wir schon dabei sind, hab ich jetzt was. Ja? Pass mal auf. Ich hab jetzt was. Das packen wir jetzt gemeinsam aus, Leute. Pass auf. Unboxing! Hab ich mir mal ein bisschen was gegönnt, hab ich gehört. Das ist jetzt natürlich eine PS5, ja? Das ist eine PS5, Leute. Die packen wir jetzt gemeinsam aus. Nee, schön wär's. Nee, Quatsch, das ist natürlich nicht. Aber ich hab mir trotzdem was gegönnt. Da hab ich mir aber richtig was gegönnt, du. So quasi. Weiß ich nicht. Geschenk an mir selbst halt. Keine Ahnung. Ich guck mal. Ich guck mal hier rein. Ich sag einfach nur nichts. Ich zeig euch das jetzt einfach. Aber das Klebeband ist im Weg. Randale, Gecko. So. Schauen wir doch mal rein. Ob es das ist, was es sein sollte und hoffentlich alles auch gut ist. Papier. Pass auf. 10K, ja richtig. Alles klar. Das ist, oh geil. Leute, warte, ist die Musik, die passt, ne? Ja, ja, das passt schon so. So, pass auf. Zum einen habe ich hier 2 Final Fantasy Spiele. Das war halt einfach bei dem Paket dabei. Finde ich eigentlich ganz nice. Final Fantasy 3 und 12 Revenant Wings. Ja? Finde ich eigentlich ganz geil. Ja. Die Fantasie wird endlich wahr. Das ist doch eine Sache. Kein Signal. Fokus ist auch nicht da. Cool. Fokus. Ach, fuck my life. Und halt auch mit Anleitung, also sowas. Ja, cool, oder? Das zum Beispiel, aber das ist nicht das Hauptding. Zum Glück habe ich mir nichts gegönnt. Ja, du sowieso nicht, ne? Aber vor allem ich auch nicht, ne? Ich habe mir auch gar nichts gegönnt, Alter. Ich war vielleicht ein bisschen shoppen. Ist vielleicht ein bisschen krass. Oh, die Anleitung sieht so schön aus von den Farben her. Ja, Final Fantasy 12, alles da? Ja. Voll auf die Nase. Ein Jahr ist vergangen seit den Ereignissen von Final Fantasy 12. Das ist so ein Echtzeitstrategie Final Fantasy. Ist eigentlich ganz cool. Bin ich gespannt. Finde ich interessant. Aber dazu. Alter, geil. Was ist das? Oha. Dazu gab es Folgendes. Eine Nintendo DS Lite in der... Du bist so fies. Eine Nintendo DS Lite in der Guitar Hero Edition. Nice, oder? Man sagt ja... Puyo. Mann, ey. So. Was darf ich Gilden Coins gegen Gekulinus tauschen? Hey, das wäre eine lustige Idee. Nee, das geht nicht. Ja, nee, hab ich mir mal gegönnt. Ich habe jetzt endlich wieder ein Nintendo DS Lite. Das ist doch ziemlich geil, oder? Yay! Ich hasse dich. Mit einem Unboxing, wirklich? Das nächste Mal packe ich einfach Sachen wieder offscreen aus. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ja, schwierig. Bin auf Enter gekommen. Du mich auch. Ich enter dich auch gleich. Ja, schwierig. Lucky, weißt du? Gut, ja. Ja. Ich guck mir mal das hier jetzt noch an, nochmal hier. Weil das ist 12. Guck mal ein bisschen in die Anleitung rein, wa? So, Spielverlauf, neues. Ach, ist es jetzt vorbei? Cool. Es geht so lange hier, deswegen kostet die ganze Sache ja auch 10.000. Und hat eine halbe Stunde Cooldown. Ha! Fuck my life, Alter. Ja,
das ist. Oh, das sieht so toll aus. Das ist toll. Das ist echt spannend. Und auf jeder Seite voll süße Charaktere immer, da am Rand. Das ist niedlich. Naja, gut. Ja, dann können wir jetzt weitermachen, da? Ach, Lucky, weißt du? So, also jetzt nochmal. Nintendo DS Lite, ist das nicht geil? Gucken wir mal rein. Gucken wir mal rein. Wo gucken wir denn rein? Gucken wir mal hier rein. Und halt in Verpackung und neuwertig. Das ist ziemlich geil. Der ist sehr neuwertig. Der wurde wohl selten genutzt, habe ich gehört, scheinbar. Und wurde sonst ein paar Jahre in der Verpackung aufgehoben. Also sollte er eigentlich richtig geil sein. Pass mal auf. Yeah. Ach ja. Ach ja. Ach ja. So, und wer jetzt Space Taxi triggert, dem gebe ich ein Timeout von einer Stunde. Meine ich ernst. Wer das jetzt im Unboxing macht, den Timeout durch weg. Nur mal so. So. Gut. Gucken wir mal rein. Okay, lol. Anleitungsgedöns. Ich warne euch nur vor. So, das ziehe ich durch. Gut, Ladekabel. Nice. Hä? Ich verstehe diesen Karton nicht. Der ist irgendwo da drin. Wie ist der da drin? Mein Schwanz mag dich nicht. Ja, mein Schwanz mag dich auch nicht. Das war Lucky, natürlich war das Lucky. So. Hä? Wie ist der da drin? Das ergibt keinen Sinn. Warte ich mal, aha. Oh geil, da ist er. Da ist er. Die schauen wir uns gleich an. Moment, oh wie geil. Hilfe. Ah! Anleitungsgedöns. Mist. Das ist jetzt nicht so wichtig, schauen wir uns jetzt nicht unbedingt an. Wie war das? Das war hier oben, oder? Das ist, hä, voll interessant verpackt. Ja, ich habe jetzt schon wieder keinen Platz mehr. Hallo, erstmal. Das riecht. Das riecht irgendwie muffelig und neu gleichzeitig. Hm? Okay. Ja, moin. Und hier auch Guitar Hero on Tour. Das hatte ich damals auch mal für ein DS Lite. Ich hatte schon mal ein DS Lite, 100.000 Jahre her. Das hatte ich mal und ich mochte das sehr. Hat von euch jemand schon mal Guitar Hero gespielt? So, jetzt nicht unbedingt auf dem DS Lite vielleicht, aber hat jemand von euch schon mal Guitar Hero gespielt? Guitar Hero war mal eine Sache, ne? Das gab's ja mal so in den irgendwie Anfang 2000er, weiß nicht, das war so eine Welle, ne? Da gab's immer ganz viel Guitar Hero. Und dann ist es ein bisschen ausgestorben, immer mit diesen großen Plastikgitarren und so. Eigentlich ziemlich cool, war ganz witzig. War echt witzig. Es riecht neu gemuffelt, ganz genau. Guitar Hero ist cool, auf jeden Fall. Und ich wollte unbezählt Osu Tai gucken. Nee. Ja, nee, 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 wirklich Guitar Hero, ne? Und, nee. Genau, ich wollte auch unbedingt mal wieder Guitar Hero spielen, aber ich wollte jetzt keinen riesen Plastikgitarrenblödsinn hier rumstehen haben tatsächlich. Und deswegen bietet sich das hier eigentlich ziemlich an, weil das spielt sich mega nice auf dem DS Lite. Geht halt nur auf dem DS Lite, weil du dann die Tasten in den Game Boy Advance Schacht reinhämmerst. Und das Coole ist, das hier wurde nie benutzt. Laut Händler hat er das nie benutzt. Das also sollte eigentlich komplett neu sein. Voll geil. Na, schauen wir uns dann auch gleich an. Jones ist da nichts drin. Aber voll cool. Und eben als Beilage noch Final Fantasy, ich meine. Nice. Habe ich mal ein Stream-Archiv geballert. Schauen wir uns mal gemeinsam an. Irgendwann habe ich gehört, oder? Oh, voll cool. So, pass auf. Gucken wir uns doch erstmal den DS Lite an. Ja, geil. Oha. Wie nice. Ist ja nicht so einfach, heutzutage noch einen ziemlich guten Zustand zu finden von dem DS Lite, ne? Also hier haben wir ihn. In der Guitar Hero Edition. Voll geil. Also vorne silber und hinten halt quasi schwarz. Oder halt am Rand quasi schwarz. Ja, voll cool eigentlich. Natürlich auch mit der Game Boy Advance Klappe. Ne? Und
von außen einfach schon mal. Der ist halt wirklich komplett neuwertig. Da sind halt gar keine Kratzer. Da sind halt null Kratzer und nichts. Man sieht es nicht richtig, aber da ist gar nichts. So. Hier ist jetzt ein kleines bisschen verschmierter Bildschirm, aber auch sonst hier. Okay, wir haben auf dem Touchscreen einen ganz, 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 ganz leichten Kratzer. Guck mal. Licht. Aber der ist richtig, 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 richtig leicht. Den sieht man eigentlich halt gar nicht. Oh, guck mal hier. Da seid ihr. Guck mal. Da ist der Chat. Mein Chat ist auf dem DS Lite. Voll cool. Nee, aber ansonsten. Oh mein Gott, ist das ein perfekter Zustand. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Touchpen natürlich hier. Der auch komplett fest da drin ist. Gucken wir mal. Machen wir den mal an. Oh Gott, wie hell. Aha. Ihr seht alles. Der absolute Wahnsinn. So vielleicht. Hey, dunkler geht's nicht, Mann. Hä? Dunkler geht's nicht. Okay. So. Ah, oh, das gute alte DS Lite-Menü. Ne? Hat jemand von euch ein DS, DS Lite? Mein Schwanz mag dich nicht. Ja, so ist das. Oh, das ist so cool. Warte mal, Touchscreen funktioniert auch. Sehr schön, weil tatsächlich hatte ich vor kurzem schon mal ein DS Lite bestellt gehabt. Ich wollte halt unbedingt wieder ein DS Lite. Und der ging nicht. Der war komplett silber. Da ging der Touchscreen nicht. Komplett nicht. Hat nicht mal einen Punkt. Der ganze untere Bildschirm ging nicht. War scheiße. Musste ich leider zurückschicken, aber dann habe ich eben dieses geile Angebot gesehen und dann dachte ich mir, ey, geil. War da ein bisschen Schicksal, dass der kaputt ging, damit ich eben einen noch besseren finde. Das ist doch ziemlich geil. Leute, jetzt habe ich wieder ein DS. In einem fabelhaften, wirklich wunderschönen, perfekten Zustand. Ich hatte einen silbernen DS Lite. Geil! Ja, genau den hatte ich jetzt halt vor kurzem auch kurzfristig, weil ich wollte eigentlich auch einen silbernen, ja. Und, aber der ging ja nicht. Aber der hier, Alter. Geil! Und der ist halt auch quasi dieses Silber-Schwarz sieht echt nice aus. Ist schon edel. Voll cool. Ich habe zwei DS Lite. Geil! Nice, nice. Nee, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, warum ich keinen mehr habe. Ist der kaputt gegangen? Habe ich den verkauft? Habe ich den verschenkt? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich hatte damals tatsächlich auch den ersten DS, dessen Scharnier ist kaputt gegangen. Man kennt es. Gerade die ersten DS-Dinger, da gingen die Scharniere kaputt. Die waren richtig kacke gebaut. Auch beim DS Lite waren die auch noch nicht komplett geil. Da gingen auch gerne noch die Scharniere kaputt. Ich meine, hier ist das Scharnier ja durchgezogen quasi, hat aber hier links und rechts trotzdem noch kleine extra Verankerung-Dinge und die sind gerne weggebrochen. Und aber trotzdem war der schon wesentlich stabiler als der Original-DS. Beim Original-DS, 80% sind kaputt gegangen, ohne Scheiß. Aber den hatte ich, dann hatte ich einen, ich glaube, ich hatte einen weißen DS Lite. Ich glaube schon, ja. Dann hatte ich einen DSi, ich glaube auch in weiß. Dann halt, ja, dann schon 3DS in weiß und dann New 2DS XL letztendlich noch. Ja, genau. Hallöchen Maimal, einen wunderschönen guten Abend. Stimmt, und die L-Tasten. Ja, die L-Tasten gingen so gerne kaputt. Warum auch immer, bei den DS, DS Lite und DS gingen ominöserweise die L-Tasten schnell kaputt. Ich habe schon gesagt, Nintendo hat irgendwie eine Linksschwäche, ne? Bei der Switch geht der linke Joy-Con kaputt, beziehungsweise der hat halt viele Fehler. Die L-Tasten gingen damals kaputt. Was ist los? Nintendo, Linksschwäche. Was ist das? Das ist halt echt seltsam, ne? Das stimmt, die gingen immer kaputt, ey. Wie geht es deinen Zehen anders? Scheiße eigentlich. Ganz okay, keine Ahnung. Eigentlich kacke. Es ist schwierig zu kauen, weil jetzt fast überall die Backenzähne, die sind halt alle weggebrochen, so quasi. Ist ein bisschen kacke gerade. Aber ja, was soll's. Ende des Monats. Zahnarzt, dies, das. Ja. Ich hatte 2DS, einen 3DS und habe jetzt den New Nintendo 3DS XL. New Nintendo 2DS XL. Okay, nice, 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 nice.
Ja, das sind ja auch einige. Cool. Ich hatte 2 DS. Okay. Also hast du nicht mehr. Also normale DS, also kein DS Lite, ja? Warte, ich muss hier mal gerade. Meine beiden DS Lite sind beide guten Zustand. Bei einem fehlt nur der Stift. Oh ja. Irgendwann haben sich ja die Stifte in der Halterung abgesäbelt. Man weiß es nicht. Die sind halt abgenutzt und dann sind die immer rausgerutscht, ne? Die haben nicht mehr gehalten und dann hast du halt mal verloren. Ich kenne das. Ja. Immer so eine Sache, ey. Immer so eine Sache. Oder halt auch, viele hatten, warum auch immer, das hier verloren. Du findest so viele DS Lite-Geräte, wo einfach, hier ist es halt frei. Da fehlt halt einfach die Schutzvorrichtung, sag ich mal. Ist eigentlich auch ein bisschen schade. Aber oh mein Gott. Also den feiere ich wirklich hart. Auch nicht mal auf der Rückseite sind Kratzer. Nichts. Der ist optimal. Das ist halt voll geil. Oh, das ist voll schön. Da ist auch sogar noch ein Ersatz-Touchscreen dabei. Guck mal. Hier ist noch einer. Nice. Oh, endlich wieder ein DS Lite. Finde ich halt mega geil. Das ist halt echt schön. Cool. Jetzt schauen wir uns noch das hier kurz an. Guitar Hero on Tour. Ja, nicht? Einzigartiges und neues, tragbares Musikspielerlebnis. Revolutionäres Guitar Hero für Nintendo DS. Guck mal. Oh, Gen 5, ne? Schön. Ah, wie geht denn das auf? Lol, guck, da ist es schon. Der lustige Grip. Guitar Grip? Guitar Hero, Guitar Grip, genau. So. Okay. Ja, die Anleitung schlummert hier. So, hier hin. Das ist halt voll witzig, pass mal auf. Ja, warte, das muss ich hier aufklipsen. Oh Gott, zu viel Plastik im Ball! Okay. Ja. Hä? Aha, da müsste normalerweise genau. So sieht das ganze Ding aus. Ist ganz lustig. Da oben hat dann eben quasi die Gitarrentasten, ne? Steckt man halt eben in den Game Boy Advance Schacht. Und dann hier ist nämlich noch witzigerweise so ein Plektrum drin. Das ist voll witzig. Als Touchpen quasi. Zum Seitenstreichen. Voll witzig. Total lustig, ist hier drin. Voll witzig. So. Ja, mehr ist das halt auch nicht. Oh doch, cool, guck mal da. Oh, Sticker. Gleich mal auf den DS Lite draufkleben. Da. Guitar Hero Sticker. Nice. Werde ich natürlich nicht auf DS Lite kleben. Was ist das denn? Boah, habt ihr eure Konsolen beklebt? Gibt es Leute unter uns, die Konsolen bekleben mit Stickern? Oder das vielleicht als Kind getan haben oder so? Ich finde es ja ehrlich gesagt furchtbar. Ich habe es nie gemacht. Oh Gott, nee. Das geht halt gar nicht. Habe ich nie gemacht. Werde ich auch nie machen. Habe ich ständig gemacht. Echte Socke? Uff, 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 uff. Okay. Ja, es gab viele, die das gemacht haben, aber boah, nee, habe ich nie gemacht. Weder Sticker noch so Skins, ne, nie. Halt, nee. Ich bin aber auch dumm. Ach so, ja gut, stimmt, nee. Nee, Schmarrn, ja, ist doch. Oh, guck mal, das ist sogar in so einer Hülle. Wäh! Wäh, Sticker! Wäh, Konsolen bekleben, echt so. Schwierig, schwierig. Nee, bin ich gar kein Freund von, ne? Oh, das ist das coole Spiel, Guitar Hero on Tour. Ich meine, kann ich natürlich nicht capturen jetzt. Ich kann ja den DS Lite nicht capturen. Das geht ja halt nicht. Und könnte ich sowieso nicht aufnehmen. Das sind ja alles geschützte Lieder da drauf. Das könnte ich gar nicht streamen. Das geht ja gar nicht. Was auch immer. Feuer! Alter, das bin ich voll erschrocken. Was auch immer das hier nochmal ist. Was ist das? Hä? Warte mal. Ach so. Nintendo DS Original. Ach so, das ist irgend so ein Erweiterungsding für ein. Ich glaube, dass das in den Gameboy-Schacht passt oder so. Das halt quasi, dass das länger ist. Ja, dass das irgendwie für den originalen DS reinpasst. Irgendwie, genau. Schraubst du da hin? Ja, genau. Ist eine Verlängerung. Schraubst du da hin, dann wird's länger. Ja, richtig. Genau, falls man den normalen DS noch hat. Dass es länger ist. Oh ja. Yeah. So, pass auf, da tut man das hier nämlich so rein. So, dann ist es hier im Gameboy-Schacht. Dann sieht es halt so aus und ist total klobig und dumm. Ist halt witzig. Und dann machst du so auf. Und dann machst du hier so. So. Ja, geil, Alter. Das hält ja richtig gut.
Warte, so. Ja, so hast du den DS dann quasi in der Hand. Also du spielst seitlich. Du spielst ja quasi seitlich. Und da ich Linkshänder bin, ja, das Spiel muss ich halt dann auf links umändern. Und dann spielst du halt quasi so, drückst du die Tasten und dann halt mit dem Touchscreen so. Ne, also, ne, quasi so. Ganz witzig. Ist ganz lustig eigentlich. Das sieht so dumm aus eigentlich. Was ist das? Voll dämlich. Aber total cool eigentlich. Guitar Hero auf dem DS Lite. Mega witzig. Schon cool. Braucht halt eben zwingend einen Game Advance Schacht. Das geht das natürlich nicht. Spielt so Pokémon durch. Ja, klar. Ach ja. Ach, was schon cool. Ah, ich freue mich drauf auf ein paar Guitar Hero Sessions. Aber natürlich ist es auch geil, zum Beispiel natürlich um Pokémon miteinander zu koppeln. Ne? Wisst ihr ja, wenn man Game Boy Advance Edition reinsteckt und eine DS Edition oben drin hat, dann kann man natürlich die Pokémon entweder transferieren oder es tauchen natürlich auch andere Pokémon dann plötzlich auf in gewissen Routen, je nach Edition, die drin steckt. Ist echt ziemlich cool. Also auch deswegen, ja, deswegen ist es ziemlich praktisch und ja, halt geil. Einfach mal wieder ein DS Lite. Voll cool. Habe ich mir einfach mal gegönnt. Oh Gott. Ah, zu viel. Jetzt bin ich überfordert, weil hier Zeug rumliegt. Lol. Ich leg den jetzt mal hier hin. Ja, somit habe ich jetzt ein DS Lite, ein 3DS mit Capture Card und ein New 2DS XL. Nice. Und da ist ja die Liara. Einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Jetzt hast du mein Unboxing verpasst. Guck mal, ich habe ein DS Lite. Ja, das war mein Unboxing vom DS Lite. Schon cool, oder? Voll toll.